Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Broken Age. Und wir sollten jetzt mal zur Mama von Shay. Anscheinend hält sie uns davon ab zu fliehen. Was soll das denn? Du kommst gerade rechtzeitig. Murakai verlässt jetzt das Schiff. Da, er geht wieder. Ist alles andere bereit? Ja, der Kuchen ist im Ofen. Prima, dann verschwinden wir von hier. Danke, dass du die Anspielung verstanden hast. Ach so, okay. Ich dachte schon, sie hätte was Böses im Sinn. Antriebsgarn aktiviert! Ich lebe. Ich lebe. Ich bin frei. Ich bin schön. Oha. Es wurde schon im Kommentarbereich angemerkt, ob das nicht ein bisschen krass ist, dass sie einfach alle töten, die da momentan in dem Berg drin sind oder in dem Gebäude. Und ich stimme dazu, es ist schon ein bisschen krass. Strohsack. Ich kann nicht glauben, dass das funktioniert hat. Ich schon. Okay. Und nu? Also, alles konnte ich auch nicht reparieren. Aber die wichtigsten Wohnbereiche dürften jetzt halten. Nun gut, das bedeutet, dass unser Schiff jetzt klar für den Flug nach Loruna ist. Was denkt ihr darüber? Ich bin bereit. Dann mal los. Okay, gut, starten wir. Halt! Ihr fliegt nirgendwo hin. Wer seid ihr? Vellas Familie! Und wir haben mit anderen gesprochen! Dann haben wir eins und eins zusammengezählt. Als Mokchotra meine Schwester fraß, hat er dich ausgespien! Sag uns bitte, wo unsere Tochter ist. Sie ist hinter dem Pestdamm. Und wir werden ihr jetzt alle folgen. Wer ist wir? Hört sich nach allen von uns an. Ja, weil, ich habe nämlich schon den Start eingeleitet. Aber, nett, euch kennenzulernen. Ich bin ein Freund eurer Tochter. Oh. Wow. Das ist Schiff. Da sieht man aber mehr, dass das nicht ein normales Monster Clarence, sein kann unten mit diesem. Der blinde Gott ist tatsächlich wieder auferstanden und hat einen neuen Teil des Strandgrundstücks zur Erschließung freigegeben. Wie es aussieht, ist der heutige Tag doch nicht so schlecht ausgegangen. Oh, ich hoffe, das hat nicht schlecht geendet, dass dann noch der Rest umgekippt ist, in sich zusammengefallen ist. Boah, ziemlich mitgenommen, unser Mokchotra. Da werden wir wohl gleich aufeinandertreffen, huh? Das ist aber spannend, ja. Was passiert jetzt? Wir haben es ziemlich ramponiert, Loruna. Ich glaube, wir sind angekommen. Wow. Und was machen wir jetzt? Hupen vielleicht? Schauen wir mal, ob das Kommunikationssystem des Schiffs noch funktioniert. Hallo, ahoi. Hier ist das Raum, Luftschiff Maruna. Wir bitten erneuten Zugang. Ich war lange weg, aber wenn ihr nur die Tür öffnen könntet, dann komme ich und erkläre euch alles. Alex, ich glaube nicht, dass das klappt. Ach, vergiss es. Sieh dir das an. Ja. Nicht da reingehen. Oh, warte eine Sekunde. Was ist das? Raus. Papa, ist das? Das ist unser Schiff. Glaubst du, Mama ist an Bord? Passt auf! Boing, war ja du klar. Du rammst sie. Hey, das ist der Autopilot. Aber da wir schon so nahe sind, werde ich die Landungsbrücke herunterlassen, damit du kurz Hallo sagen kannst. Cool. Das ist viel zu kurz. Oh. Was? Hast du etwa Angst zu springen? Sie schießen auf sie! Schnell, zurück, bis sie außer Reichweite sind. Ich hab doch gesagt, Autopilot. Dann tu irgendwas. Gut, still jetzt. Ich muss nachdenken. Oh, jenseits des Damms. Was passiert da jetzt? Ach so, jetzt können wir rein und die Leute da drin steuern, hey, oder wie? Ich glaube, dass dieses Schiff... Ich glaube, es gehört meinem Freund Alex. Ich kann kaum glauben, dass er dieses Ding zum Laufen gebracht hat.
Nun, dann umgehe es. Wir werden beschossen. Das würde ich gerne. Alex' Pyramide sieht aus, als würde sie bald schmelzen. Ich habe keine Kontrolle darüber. Wir werden in Stücke gerissen. Die Schilde des Schiffs werden uns sicherlich beschützen. Mann, schwer zu sagen. Schiffsschilde. Es gibt keine Schiffsschilde. Wir haben den Fusionsorb über dem Müllschlucker ins All geschossen. Wie bitte? Welches Protokoll verlangt denn die Entsorgung unseres... Für diese Situation gibt es kein Protokoll. Das ist Neuland, klar? Mein Ratschlag, zurücklehnen und die Reise genießen. Ich bitte dich nur darum, einige hundert Meter nach links oder rechts zu steuern, nur für einen Moment. Selbst wenn ich dazu in der Lage wäre, Captain, eine derart schlampige Navigation wäre der Anfang vom Ende. Ich komme gleich runter und zieh dir den Stecker raus. Du kannst mich wie einen Strickpulli auflösen. Das würde aber auch nichts an unserem Kurs ändern. Der Navigationsschal wurde ausgegeben. Aber ich kann die manuelle Steuerung des Schiffs übernehmen. Nicht, wenn ich die Anweisungen einer Sternenkarte befolge. Das ist doch lächerlich. Ich stelle die Regeln nicht auf. Und wer dann? Die Regeln haben schon immer existiert. Es ist nicht unsere Aufgabe, sie zu hinterfragen. Wir sind verloren. Okay, das hat sich, glaube ich, gelohnt, sich das mal wir werden beschossen. Komplett anzuhören. Stört es dich, wenn... Oh, bitte hör die nicht an. Von hier aus steuere ich alle Systeme des Schiffs. Ich wollte nur... Das Schiff in die Luft jagen? Das kann man nämlich unter anderem hier machen. Oh, nein, das wollte ich gar nicht. Vergiss es. Das würde ich gerne, Captain Volta. Aber sobald der Pfad gewebt wurde, folgt das Schiff immer dem Garn. Das weißt du doch. Ich habe keine Kontrolle darüber. Wir werden in Stücke gerissen. Mein Freund Alex fliegt das andere Schiff. Es kommt aus Muschelhöhe. Toll, nun, es ist uns im Weg. Jay war in Muschelhöhe, als ich ihn sah. Wenn er Alex getroffen hat, dann könnte er sehr wohl auf diesem Schiff sein. Und dein Ehemann vielleicht auch. Nun, wenn wir hier bei lebendigem Leib rauskommen wollen, müssen wir weg von dieser Wand. Kannst du nicht um sie herum? Der Raumweber kontrolliert das Schiff, während er dem vorgewebten Pfad folgt. Er macht immer alles nach Vorschrift und wird niemals von seinem Pfad abweichen. Nicht einmal, um dem Schiff auszuweichen. Glaubst du, dass das andere Schiff mit den gleichen Navigationsproblemen zu kämpfen hat? Wahrscheinlich. Oh, das ist gar nicht gut. Können wir sie nicht einfach aus dem Weg schieben? Wir versuchen es. Sie aber auch. Morgstau. Ja. Vielleicht solltest du dieses Schiff verlassen. Sie sind nur hinter mir her. Glaubst du wirklich, sie würden mich jetzt so einfach gehen lassen? Ich habe zu viel gesehen und ich gehe nirgendwo hin. Ich werde mir eine Lösung überlegen. Gut, ich werde weiter versuchen, diesen Idioten zu überzeugen. Wieso glaubst du, dass du mit Beleidigungen weiterkommst? Also wirklich. Die Schilde des Schiffs werden uns sicherlich beschützen. Was für ein süßes Bild. Es gibt keine Schiffsschilde. Wir haben den Fusionsorb über dem Müllschlucker ins All geschossen. Alex' Pyramide sieht aus, als würde sie bald schmelzen. Wie bitte? Welches Protokoll? Genau, also wir können auf jeden Fall auch wieder zu ihm rüber. Die Frage ist, was sollen wir denn hier machen, um irgendwas zu bewirken? Ach, Marikai ist nicht mehr da. Stimmt, vielleicht können wir da unten was reißen. Müssen wir uns mal umschauen. Oder vielleicht geht jetzt die Tür auf bei den Maiden? Sieht aus wie so ein Videospiel. Gucken wir mal, ob hier was geht. Dieser Kabelrest könnte nützlich sein, um etwas zu reparieren. Marikai, wo bist du? Wodurch wurde diese Explosion verursacht? Entschuldigung, falsche Nummer. Wie kann ich das ausmachen? Du, was ist mit Marikai? Er ist noch nicht gelandet? Du, gewalttätige Abscheulichkeit. Jetzt verstehe ich, warum Marikai so angetan von dir war. Grins. Hör auf, uns zu beschießen und lass uns gehen. Du bist eine Terroristin und musst vor Gericht gebracht werden. Außerdem brauchen wir dich noch, Vella. Das könnt ihr vergessen. Wofür braucht ihr mich? Um unsere Blutlinie reinzuhalten. Ist die Blutlinie reinhalten genauso gruselig, wie es sich anhört? Wir pflegen und entwickeln unsere Blutlinie seit Hunderten von Jahren und beseitigen Unreinheiten. Wir haben den Pestdamm gebaut, um diese abzuwehren. Leider stellte sich heraus, dass diese Unreinheiten notwendig sind. Je reiner wir wurden, desto anfälliger waren wir.
Wir sind wie ein Haus aus feinstem Kristall. Aber wir brauchen Stein und Erde als Fundament. Und da kommst du ins Spiel. Sie ist also Stein und Erde. Danke sehr. Nur eine Blutprobe oder sowas? Oh, Bella, es geht nicht nur um ein paar Chromosomen. Die können wir auch synthetisch herstellen. Wir brauchen aber das Gesamtpaket. Dein Umfeld, deine Psyche, dein ganzes Sein. All das wird durch unsere Verarbeitung extrahiert. Das hört sich so an, als wolltet ihr mich in einen Mixer stecken. Das Verwertungsverfahren beendet dein kurzes, erstes Leben. Aber du wirst für immer ein Teil zukünftiger Lohunania sein. Pfui. Wofür habt ihr den Jungen gebraucht? Nun, selbst unsere weisesten Blutlinienminister können nicht die genaue Kombination von Unreinheiten erkennen, die notwendig ist. Aber in einem bestimmten Alter verfügt ein junger Mann, wenn er außerhalb von Lohuna erzogen wurde, über die entsprechenden Instinkte. Abenteuer, Heldentum, Eroberung, seine jugendlichen Leidenschaften sind uns heilig. Ich wusste, ich würde es bereuen, mit dir zu sprechen. Ja. Was wird also aus Shay? Er sollte nach Lohuna zurückkehren und bis an sein Lebensende als Held gefeiert werden. Aber als du sein Schiff zu Fall gebracht hast, hast du auch sein Schicksal besiegelt. Upsi. Jetzt hat er so viel gesehen. Warum tut ihr so, als wären diese Schiffe im Weltall? Einige unserer ersten Elternteams sind beim Anblick des Ödlands ihren Gefühlen erlegen und haben sich dort niedergelassen. Natürlich hat sie die grausige Umgebung wahnsinnig werden lassen. Also beschützen wir jetzt unsere Missionen. Euer System ist widerlich, egoistisch und verletzend. Und ihr braucht es noch nicht einmal. Reißt den Pestdamm nieder und baut eine Brücke über die Schlucht. Lass die Menschen in natürlicher Weise miteinander leben. Deine Naivität ist ja fast liebenswert, aber was du da sagst, ist erschreckend und abstoßend. So? Wenn ihr so schwach und anfällig seid, dann sollten wir uns vielleicht einfach gegen euch auflehnen und euch beseitigen. Oh! Diesen Kampf haben wir euch schon vor langer Zeit ausgeredet. Nicht wahr, Selvina? Na los! Bringen wir es hinter uns. Lavina. Bitte entschuldige mich. Ich muss euer Tun ein für alle Mal beenden. Du wirst nie... Finde ich super, dass sie dir immer so... Diesen Kampf haben wir euch ausgeredet. Okay, oh Mann, oh Mann. Diese Tür muss beim Zusammenprall wohl verkalkt worden sein. Ja, sieht so aus. Und das da geht auch nicht. Wir haben einen Draht. Ich glaube, es funktioniert auch... Hey, Präsident Hässlich. Sei gegrüßt, Spezial. Bitte entschuldige mich. Ich muss euer Tun ein für alle Mal beenden. Du wirst nie... Ich liebe es. Das ist so cool, wenn sie das macht. So, daran ist ja auch sieht nichts aus kaputt. Sieht wie so ein Videospiel. Ich denke, da müssen wir nichts machen, aber irgendwo müssen wir jetzt den Draht verwenden. Oder wir müssen ihn rüberbringen. Kann natürlich auch sein, dass das drüben gebraucht wird. Vielleicht können Für wir jetzt... Für diese Situation gibt es kein Protokoll. Das ist... Neu? Ich wüsste nicht, wie das verkabelt werden könnte. Mein Ratschlag. Ich wüsste nicht, wie das verkabelt werden könnte. Okay, schauen wir uns mal hier noch um. Oh nein! Oh nein! Nein! Kleines Mädchen, was habe ich dir nur angetan? Oh. Sieht aus, als hätte es deine ganzen kleinen Kabel rausgerissen. Nein, nicht das. Armes Ding. Bleib bei mir. Ich mach's wieder gut. Nein. Nein. Oh nee. Ich werde hier etwas Draht anbringen, klemme es hier dran. Das waren alle meine Kabel. Ich glaube, es geht ihm nicht so gut. Okay, oh nö. Verdammt. Diese geht auch nicht auf. Hier geht's aber noch lang. Na, schauen wir mal. Bestimmt sind ein paar der Türen verklemmt jetzt. Oder eingeklemmt, oder? Ah. Morx, gerade wenn du denkst, dass du sie alle erledigt hast, taucht ein neuer auf. Ich sollte die beiden besser eliminieren, bevor sie sich noch vermehren. Ich glaube, das geht nicht. So, hier wenn kommen wir. Wenn ich nur wüsste, wie man sowas repariert. Ach, verflixt. Vielleicht waren die X'e ein Zeichen. Ich weiß es nicht genau. Es erschienen dreimal X'e.
steuern. Nur für einen Moment. Selbst wenn ich dazu in der Lage wäre, Captain. Ach, okay. Kann ich denn mit ihm reden hier, oder? Du steuerst dieses Schiff, nicht wahr? Kannst du uns hier wegbringen? Ich webe nur den Pfad. Das Schiff steuert sich selbst. Kannst du nicht ein wenig nach links oder rechts steuern? Wir werden sterben, wenn du es nicht tust. Nun, jetzt habe ich Angst. Wie soll das helfen? Mann, der kann ja mal echt kooperativ sein. Da sind so viele Trümmerteile drin. Ich komme da nicht durch. Okay, da geht's immer noch nicht weiter. Du kannst mich wie einen Strickpulli auflösen. Hier unten? Das würde aber auch nichts ansehen. Ich frage mich, wenn ich diesen Navigationsschal noch mehr durcheinander bringe, könnte uns das aus dieser Bredouille helfen? Was meinst du mit noch mehr? Oh, zum ersten Mal natürlich. Würde das unseren Kurs ändern? Nein. Der Schal wurde bereits an das Navigationssystem weitergegeben. Es braucht weder rechte noch linke Maschen, bis wir unser Ziel erreicht haben. Aber bitte berühre ihn nicht. Er ist ein sehr empfindlicher Teil unseres Systems. Der Navigationsschal wurde ausgegeben. Nein, ich glaube, der Raumweber würde es fühlen. Nur für einen Augenblick. Aber ich kann die manuelle Steuerung des Schiffs übernehmen. Okay, keine Chance, glaube ich. Hier können wir nichts machen. Also gehen wir erstmal raus und schauen, welche Türen denn noch gehen. Alex Pyramide sieht aus, als würde sie bald schmelzen. Ich bin sicher, er hat einen Fluchtplan. Oh, die Türen gehen nicht. Nein, das darf ich nicht anfassen. Ich würde einen Stromschlag bekommen. Verdammt. Oh, krass, okay. Die gehen nicht auf. Alex Pyramide sieht aus, als würde sie bald schmelzen. Ich komme zum Raumweber, komme da aber nicht weiter. Und da unten komme ich auch nicht weiter. Dann muss ich ihn eigentlich reparieren. Die Frage ist nur, wie. Gar nicht so leicht. Gucken wir doch mal kurz bei Shay. Wir werden beide beschossen. Es ist eine sehr glimpfliche, eine sehr gefährliche Situation. Du hast gesagt, es wäre dein Zuhause. Leute, das ist alles nur ein Missverständnis. Ich war 300 Jahre weg, ein wenig Verständnis in Ordnung. Sobald ich die Begrüßungsfrequenz gefunden habe, sage ich Ihnen, wer ich bin. Und dann lachen wir alle gemeinsam über diese Sache. Ich hoffe, du hast recht, Alex. Die Begrüßungsfrequenz? Ach, ich hab das ja gar nicht mehr. Oh, wie süß. Hey, Alex? Nicht jetzt, Shay. Ich muss jemanden erreichen, der uns aus diesem Schlamassel helfen kann. Okay, dann halt nicht. Komme ich hier durch? Kann ich durch dieselbe Tür wie mein Vater gehen? Oh, darunter willst du bestimmt noch nicht. Okay. Sieht aus, als hätte jemand diese Teile zusammengelötet. Ihre Gehäuse müssen in der Hitze zusammengeschmolzen sein. Jetzt kann ich sie nicht mehr auseinandernehmen. Vertrau mir, wenn ein Mädchen dich bittet, ihr einen Todesstrahl zu machen, dann sagst du nein. Okay. Oh, wie süß. Hey. Ich wusste nicht, dass unser Elektronikgenie tanzen kann. Ja, ich habe nur ein paar Kabel auf ihrem Rücken verschoben und sie hat angefangen zu tanzen. Ha. Oh, welche denn? Ich bin mir zwar nicht sicher, aber ich wette, er könnte etwas Nützlicheres tun. Was denn? Ich weiß nicht so recht. Wenn du nicht weiter weißt und keine Cupcakes backen kannst, dann ist Tanzen der nächste logische Schritt. Okay. Ich bin mir zwar nicht sicher, aber ich wette, er könnte etwas Nützliches tun. Okay, ist wieder das Gleiche. Wie geil. Na gut, ihr Lieben, dann machen wir an der Stelle aber einen kleinen Cut und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Broken Age und dann hoffe ich, dass wir es hinbekommen, den Kleinen richtig zu verkabeln. Vielleicht hat es was mit den Xen zu tun in seinen Augen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also, meine Lieben, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Mein Name ist Alex. Ich war